Ich bin ein böser Drache. Nom nom nom. Ich verspeise morgens Schulkinder an der Bushaltestelle. The way we are meant to be paid. Shadow Warrior 2, ist dein PC zu schwach, bist du zu arm? Yo, 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 und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge im Zockereinsatz. Ich hab mir ja gedacht, Shadow Warrior 2 könnte man ja mal machen. Allerdings, der Anreiz, warum ich das jetzt mache, ist, es läuft im Moment so eine kleine Weihnachtsaktion, so ein Sonderlevel könnte man sagen. Eine extra Mission, die sie jetzt für Weihnachten rausgebracht haben. Die läuft leider auch nur über Weihnachten und ich dachte, können wir ja mal machen. Ihr seht's, ich habe das Spiel zwar schon gespielt, aber ich bin erst so etwa zur Hälfte fertig. Ich spiele auch nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Huan Zweng müsste der drittschwerste sein. Und hab wirklich auch noch nicht alles gelevelt. Das zeige ich euch gleich mal alles. Shadow Warrior 2, wer es nicht kennt, ist die Neuauflage von einem alten Shooter. Der zweite Teil der Neuauflage von einem alten Shooter. Um was geht's in dem Spiel? Action, Action, Action! Und ein bisschen leveln. Also wirklich nonstop. Man kommt eigentlich kaum zur Ruhe. Man kann sich durch riesige Feindeshorden schnetzeln und muss natürlich gucken, dass man da möglichst bei rauskommt. Man hat spezielle Ninja-Kräfte, könnte man sagen. Man hat diverse Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Da gibt's eigentlich ein doch recht riesiges Arsenal für einen First-Person-Shooter. Man kann sich dann so seine Sammlung an Lieblingswaffen zusammenstellen, aber auch zwischendrin wechseln. Und das ist auch kein so ein Blödsinn wie von wegen, du hast nur eine Hauptwaffe und dann vielleicht noch eine Pistolette und ein paar Granaten. Nee, das ist hier eher so ein bisschen auf Oldschool. Du kannst eine ganze Arschladung an Taschenartillerie mit dir herumschleppen. Also natürlich sowohl Schusswaffen als auch Nahkampfwaffen. Da gibt's auch nicht gerade wenige in diesem Spiel. Das sind fast so viele wie in diesem einen russischen Doom-Mod. Ja, die Ladezeit ist in dem Bildschirm ein bisschen länger, also beim Levelwechsel dauert's ein bisschen. Aber ansonsten hast du den Bildschirm auch nur einmal. Du wirst nicht ständig damit zu bombardiert. Aber jetzt könnt ihr es wirklich langsam mal haben. Okay, er hat's. Gut. Ja, also hier seht ihr es, Steuerung mit der Maus, ne? Ich habe ein klein bisschen Screen-Tearing. Ja, vielleicht stelle ich für die Aufnahme jetzt doch mal die Videoqualität ein bisschen runter. Und zum Beispiel, da sehe ich doch schon also diese so tropische Filterung, warum ich will das umstellen. Ja, okay, Moment. Kann ich nicht die Video-Options ändern? Der lässt mich das gar nicht machen, das hat er selbst einfach mal so ausgesucht, ne? Graphics-Quality, mach mal Custom, dann kann ich es ändern, genau. Stell mir das mal auf 8 runter und das könnte vielleicht schon reichen. Jawohl, ja, da geht's durch die Decke. Das ist in Ordnung, das ist einwandfrei. Okay. Ja, also ich zeig's euch jetzt hier gerade mal. Man hat hier so seine Missionen, da habe ich halt viele schon gemacht, aber ist eh erst zur Hälfte fertig. So oder so. Hier könnt ihr sehen, was ich halt schon alles erledigt habe. Ich will's jetzt nur mal ein bisschen vorstellen, aber nicht zu weit ausholen. Also klar, Weltkarte. Ja, und hier sind die Waffen, die ich dabei habe. Hier ist normale Katana der Little Wang, also der kleine Schniedel sozusagen. Den, also das ist einfach so eine Standardwaffe, die muss für mich dabei sein. Hier könnte ich aber noch auswählen, so irgendwie so eine Art Dämonenschwert, ne? Dann so zwei Krummsäbel, so asiatische. Die habe ich eh dabei, das sind irgendwie so Plasmaklingen, also die machen erstmal durch die Schneideschaden und dann haben sie ja noch den Energieschaden zusätzlich. Das Katana habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber ist auch irgendwie so Steampunk-mäßig. Oder nee, sagen wir Cyberpunk. Also da geht schon einiges. Ja, jetzt wollte ich hier noch weiter durchgucken. Dann Shortblades, also kurze Klingenwaffen. Also wirklich für den direkten Nahkampf, das ist ziemlich garstig, ne? Superschöne Sachen. Ja, die Anaconda hatte ich die ganze Zeit. Das hier habe ich noch nie benutzt, aber ich habe schon mal ein paar Upgrades reingehauen, weil hier seht ihr, da kann man alles Mögliche finden an Waffen-Upgrades und einbauen. Elementarschaden, schnellere Bewegungen. Schnelleres Nachladen, da geht so extrem viel in dem Spiel. Und ich will es ja jetzt aber eigentlich nur kurz zeigen, weil eigentlich wollte ich ja dieses Weihnachtslevel aufnehmen, ne? Ja, die habe ich auch noch gar nicht probiert, die Gatling Gun, sollte ich vielleicht demnächst mal machen. Und das sieht irgendwie aus wie so ein Hoden, ich kann es leider jetzt nicht bewegen, aber... Ne, also wie so ein Penis mit seinen Eiern, die da lose runterbaumeln. The Last Kiss Goodbye, das sieht doch auch nett aus, ne? Ja, da habe ich auch die meisten noch nicht ausprobiert. Den Genocide habe ich, glaube ich, schon ausprobiert und den One-Trick-Pony. Oder was, der Duke? Ja, doch, den Duke habe ich, glaube ich, dabei. Ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, es gibt auch tatsächlich Bögen in diesem Spiel. Also hier so ein bisschen klassisch und dann hier wieder so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Das Teil, ja, eindeutig Steampunk-Flinte mit drei Läufen.
Am Anfang hat man, glaube ich, nur zwei, den dritten muss man irgendwie upgraden, glaube ich. Kann sein, dass ich mich irre. Und das finde ich einfach genial, die Kriegssäge. Ja, Front auf den Feind zu, finde ich einfach grandios. So, damit ihr mal seht, wie weit ich bin. Ach nee, das sind die Waffen-Upgrades. Moment, da wollte ich gar nicht hin. Ja, es gibt auch Rüstungs-Upgrades und Chi-Kräfte und alles Mögliche. Hier meine Skills, was ich schon gelevelt habe. Also hier auf jeden Fall die Lebenspunkte schon viermal hochgesteigert. Dann die Droprate von Medikits, naja, um einen Punkt gesteigert. Die Heilungsrate der Medikits plus 2. Und der Typ sieht eigentlich aus wie der Dämon aus dem ersten Teil, der einen begleitet hat. Second Chance, da kann man dem Tod entkommen, wenn man halt schnell genug dann noch einen Feind erledigt, auch wenn man schon auf den Knien ist. Dann hier so diverse Kräfte, Shadow Fury, werde ich bestimmt später mal zeigen können. Da dreht man durch, macht mehr Schaden. Ihr seht ja daneben, was das alles macht, ne? Also, habe ich auch schon alles ein bisschen hochgepusht, aber noch nicht weit. Ich wollte auch gucken, dass ich in jeder Zusatzfähigkeit mindestens einen Punkt vergeben habe. Hier habe ich noch keinen gemacht, aber liegt auch daran, den Chi-Blast und Crypt of Darkness benutze ich kaum. Aber das kommt noch. Also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Es ist wirklich hilfreich. Aber, ja, ich habe es halt nicht so oft eingesetzt beim Spielen. Und hier fehlt ja auch noch ein bisschen was. Wobei, die Verkaufspreise in den Läden und so, das finde ich jetzt nicht so krass wichtig. Und Auto-Collect Radius brauche ich auch nicht. Ich kann ja selbst die Sachen einsammeln. Da brauche ich nicht extra so eine Karte. Auch wenn ich dann halt näher dran gehen muss. Ist egal. Player, naja, was ich halt hier gerade eingestellt habe. Venglopedia. Kann man so über alle Waffen und über alle Viecher und sowas nachlesen. Muss man nicht machen. So, und ihr seht hier auf jeden Fall, falls ihr Shadow Warrior 2 schon mal gespielt habt, der Schnee liegt normalerweise nicht. Die festliche Winterbeleuchtung ist normalerweise nicht da, ne? Also eigentlich finde ich, ist eine tolle Aktion. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass es zeitlich begrenzt ist auf dieses Weihnachten. Okay, vielleicht bringen sie es nächstes Weihnachten ja wieder. Aber ist auf jeden Fall geil, dass sie sich die Mühe gemacht haben und das auch quasi umsonst wieder rausgehauen haben. Naja, also das hier ist einer der Läden. Och, wer bist du denn? Kenn ich dich? Gehört bestimmt nur zu unserem Ninja-Orden. Ja, hier kann man sich die Waffen kaufen. Will ich aber im Moment gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass er einen besonderen Dialog hat. Nee, hat er nicht. Okay. Wunderbar. Okay, das ist doch eindeutig ein Hugh-Schneemann, ne? Mit der Zigarre und dann hier das Atomar-Biohazard-Dingsbums-Zeichen. Sonnenbrille, ne? Und dann hier so diese bisschen Pommes-Frisur, ne? Ach, wunderschön. Doch, ist doch hübsch, oder? Das muss ich mir gerade alles mal ein bisschen angucken, weil ich will das auch für mich selbst so ein bisschen festhalten. Da kann ich sagen, ich war dabei, ich habe es aufgenommen. Aber ich habe hier gerade wirklich so ein böses Screen-Tearing. Ich glaube, ich schaue gleich mal in der ersten Aufnahme rein, ob das jetzt störend im Video auffällt oder ob es eigentlich in Ordnung geht, ob es auf dem Video nicht zu erkennen ist. Ist doch ein schöner Ausblick, ne? Wobei, den Ausblick, den hat man, glaube ich, normalerweise auch. Aber den Schnee hier halt nicht, ne? Drecksack. Boah, ups! Das kann man wegschießen. Oh, da sind eben die Frames kurz runtergegangen. Darf ich nicht schießen, oder was? Oder muss er hier gerade was nachladen? Ah, vielleicht hat er nur was nachgeladen. Ja, hier geht's zu den neuen Trials, die es auch als kostenloses DLC gab, ja? Kostenlos. Die waren aber, glaube ich, nicht ganz auf meine aktuelle Levelstufe angepasst. Die waren ziemlich happig. Also zwei habe ich schon gemacht, den Rest wollte ich irgendwann anders noch fertig machen. Ja, immerhin, Hauptsache man kriegt Satellit, ne? War der Mond schon immer so nah hier unten oder will uns nur der Mann im Mond besuchen? Hm. Naja, ach, ja, also wirklich, das ist doch eine heftige Waffe und vor allem eigentlich extrem super gut für den Nahkampf, macht nämlich viel Schaden. Und ich habe da ein Upgrade drin, wenn ich dann die Feinde K.O. mache damit, dann werde ich selbst noch dadurch geheilt. Und natürlich bei großen Gegnermengen muss man da trotzdem aufpassen. Aber das muss man eh immer, ne? Also ein bisschen Skill gehört ja dazu. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob in der Dämonenwelt... Nee, da ist alles beim Alten. Nee. Nee, dann will ich euch da nicht weiter spoilern. Ja, können wir dem auch den Kopf absägen? Ja. Hier natürlich der Hinweis, das Spiel ist ab 18. Nee, also kann brutal sein, wenn ihr unter 18 Jahre alt seid. Bitte verlasst die Wiedergabeseite. Bitte mit 3 Ausrufezeichen. Wenn nicht, haben eure Eltern vielleicht auch die Aufsichtspflicht versäumt, ne? Also, ne, ich will's ja nur mal sagen, ne? Ist nichts für schwache Nerven, also das Spiel, da geht's schon ordentlich zur Sache. Ist aber in Deutschland nicht indiziert worden, ist durchgekommen, ungeschnitten. Zumindest heißt es das. Okay, also da unten in der Wäscherei ist auch nichts Neues.
Gut, okay. Dann gehen wir mal in die Richtung, wo man eigentlich dieses Event starten können sollte. Hm, ach, ein Schlitten, wie schön. Ah, die Geschenke können wir kaputt machen. Hier ist ja gar nichts drin. Was soll denn diese Scheiße? Voll die Mogelpackung. Ja. Ja, natürlich auch in diesem Spiel den allseits beliebten, mittlerweile bekannten Doppeljump oder auch so ein Dash. Nanu, warum kann ich den Dash gerade nicht machen? Irgendwas mache ich gerade falsch, glaube ich. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt, genau. Wenn man das so aneinander reiht, kann man coole Kombos machen, ne? Will ich jetzt nur mal als kurze Vorstellung hier dazu bringen. So. Auch wieder ein Weihnachtsbäumchen. Oh, man kann aber nicht die Kugeln zersägen. Naja, warum sollte man wollen? Aber den hier, ne? Oh. Gibt's kein Achievement für zersägte Weihnachtsmänner? Das hier ist der Ninja-Laden. Da kann man sich so Artefakte kaufen und die Waffen-Upgrades und ähnliches. Man kann es zwar nicht ganz kaputt machen, aber man kann die Bögen umschmeißen. Da freut sich der Hideo bestimmt, wenn er die später wieder sortieren darf. Naja, dafür ist er ja da. So, und hier soll's dann losgehen, bevor ich da aber einsteige. Naja, Fail meinerseits. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das im Video gut aussieht. Ich würde sagen, machen wir dann gleich, ne? Also, bis gleich. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Entgegen meinem üblichen Verhalten habe ich jetzt doch mal V-Sync eingeschaltet. Keine Ahnung, ob es jetzt viel besser ist. Vielleicht liegt es auch an meinem Monitor. Ich bräuchte vielleicht auch mal einen neuen, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Was steht hier? Use, das kann ich nicht lesen. Das kann doch kein Mensch lesen. Hat das ein Apotheker geschrieben oder was? Master Wang, please save Christmas. Das wollen wir natürlich machen. Master Wang, firstly I beg your forgiveness for contracting you on such a trivial matter. Our dojo hired a fake Santa in order to uphold the children's illusion that dreams and miracles still exist in this world, but they do not. Haha, you fail. Unfortunately, due to the unforeseen circumstances, we lost track of the guy. We last heard from him around Calamity Town and... As you may already know, this place has been plagued with black rain. I fear the worst. Or the sausage. Ja, die Wurst. Master Wang, please look for our missing Satan and bring the joy back to the kids of our dojo. With utmost respect, Hideo. P.S. Satan is not real, it's a parental and corporate hoax. Wissen wir. Okay, für euch habe ich dann natürlich hier eine Übersetzung eingeblendet. So, okay. Also, lege mal los. Calamity Town, das ist ein Ort, da kommt man öfter hin in dem Spielverlauf. Wird jetzt aber auch wahrscheinlich weihnachtlich umgedesignt sein. Wo haben wir es denn hier? Da muss ich doch irgendwo hier hinkommen. Mission completed. Das ist doch dann Wang in the Box. Ja, genau, die Weihnachtsgeschenke zurückbringen. Okay, und natürlich sollen wir schauen, was mit dem falschen Weihnachtsmann passiert ist, der die Geschenke zu uns bringen sollte. Ich meine, da lagen Munitionskisten rum. Für mich wäre das schon ein Geschenk, aber ich habe halt viel zu hohe Anforderungen, ne? Oder viel zu niedrige. Der große Wang wird über mich urteilen. Man kann das Spiel übrigens auch bis zu 4 Spieler im Koop spielen und der Koop-Modus, der soll auch ein bisschen ausgebufft sein. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe da irgendwas gehört von prozeduraler Level-Generation, also Levels on the fly oder so. Ob das drin ist oder wie das funktioniert, ich weiß es noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Denn ich kenne, glaube ich, auch noch keinen sonst, der das Spiel hat. Ja doch, ich glaube, der Rabner hat's, aber wir haben es noch nicht zusammen probiert zu zocken. So, also Ladebildschirm. Ja, da gab es einen kleinen Schluck auf. Und weiter geht's. Na, Wang in the Box. Ja, Calamity Town. Normalerweise ist es da auch nicht so winterlich. Ich dachte eben schon, wir hätten hier ein Secret gefunden, aber naja. Okay, wir sollen 4 große Geschenkkisten finden und 6 kleine. Und wahrscheinlich kommen jetzt gleich ganz viele Yakuza-Typen und Dämonen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen meine Spezialfähigkeit aktiviert, ohne dass wir angegriffen werden. Egal, kann man ja mal machen, um es zu zeigen, ne? Aber eigentlich bin ich nur auf die falsche Taste gekommen. Ja, das ist doch schon mal ein Geschenk, aber... Ach nee, aber das ist keins von den Geschenken, die wir finden sollen. Ach, guck mal. Ach, wie... Ach, Flying Wildhog Geschenkpapier. Das finde ich toll. Flying Wildhog sind die Entwickler dieses Spiels. Ja, wie sehen denn genau die Geschenke aus, die wir kriegen sollen? Ich behalte auch gleich mal das, diese Warsaw, diese Warschauer Kriegssäge behalte ich draußen. Die Kampfsau, die Kriegssau, oder wie auch immer man es übersetzen will, die finde ich einfach ultra klasse. Wenn die Feinde jetzt hier nicht so too overpowered sind, ne, mache ich damit jetzt mal eine ganze Weile rum. Ja. Aber das sind wirklich nicht die Geschenke, die wir finden sollen, okay.
Eigentlich wollte ich das hier vielleicht auch so ein bisschen als Teststream laufen lassen über Twitch. Aber leider, leider, leider habe ich meinen zweiten Monitor noch nicht aufgebaut, weil ich ein Idiot bin. deswegen gibt es das jetzt so als Weihnachtsbonus-Video von mir auf dem Kanal. Einfach zwischen reingeschoben. Okay, das sind schon mal böse Viecher. Ach, aber die packen wir doch. Ah, erst auf den Großen. Ja, seht ihr, das Teil ist halt gut Schaden aus. Und naja, ich krieg kaum was ab. Okay, also ist einfacher als der Way of the Wang. Okay, finde ich gut. Dann kriegen wir das locker hin, denke ich mal. Ist das eins? Ja, das ist eins, das ich finden sollte. Und am Ende dieser Mission soll man auch irgendein spezielles Geschenk bekommen. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ob man da irgendeinen Beta-Zugang zu irgendwas kriegt oder ob man eine spezielle Waffe kriegt oder auf Steam irgendwie Benutzerbilder oder so. Kann ja sein. Also so Avatare oder so oder Wallpapers. Würde mich ja nicht wundern. Es ist ja alles möglich, theoretisch. Warum kann ich hier nicht weiter? Ich will hier rein. Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Das gab es in dem Spiel. Ja, an den Dächern gab es das ab und zu mal. Das finde ich ein bisschen schade, dass du bei den Dächern nicht überall raufkraxeln kannst. So, das, was ich eben eingesammelt habe, das ist übrigens auch so ein Waffen-Upgrade. Aber nicht alle Upgrades passen bei jeder Waffe. Da oben sind Feinde. Ja, ich sollte mal andere Waffen ausprobieren. Nehmen wir doch die Steampunk-Flinte mal. Die ist ziemlich kräftig. Titsubishi. Wortwitz gewollt. Oh, ja, ja, was bist du? Ach, doch. Naja, ein Crawler. Die sind nicht so stark. Oh, yeah. Patz. Oh, oh. Das da hinten. Ja, wart doch mal. Ich wollte jetzt den dicken Mobs angucken. Ist das nicht auch so einer, der furzen kann? Weil es gibt so Feinde, die furzen einen kaputt. So, jetzt heile ich mich mal. Kann man immer zwischendurch machen, solange man ein bisschen Chi hat. Das ist die blaue Leiste da unten. Die grüne Leiste ist unsere Gesundheit, wie ihr euch vielleicht denkt. Und das hier war so ein Chi-Klumpen, damit kann man das auffüllen. Ach, jetzt habe ich sogar noch ein Buch gefunden, das mir noch gefehlt hat hier. Okay. Ich spiele ja gern die Scheiße aus dem Spiel raus. Munition, ja. Mhm, mhm. Ich würde auch gern mal, weil ich die so toll finde. Ach, aber da habe ich nur so wenig Energie im Moment. Hm, die Hauer, die ist auch ziemlich leer. Hm. Ja, was nehmen wir denn da mal? Ja, was nehmen wir denn da mal? Ich will euch ja auch ein bisschen was zeigen. Moment, dann wechsle ich, glaube ich, gerade mal ein bisschen was um. Machen wir mal das Twinderdau statt der Pistolette einfach. So. Das hat keine Munition, weil das sind ganz normale Nahkampfwaffen. Aber trotzdem habe ich so. What? Und da oben, das ist der Weihnachtsgeist, hä? Soll mich das ablenken, während jetzt Dämonen auf mich zugeschlichen kommen? Okay. Also wie gesagt, die Waffen haben trotzdem Upgrades, aber sie benutzen keine Munition. Und die Plasma-Klingen, ne? Die benutzen natürlich so Plasma-Energie, Plasma-Munition. Plasma-Kapseln, keine Ahnung. Es tut auf jeden Fall allen Viechern unheimlich weh. Mit denen kann man extrem viel Schaden raushauen. So, klettern wir mal aufs Dach. Da können wir uns vielleicht besser umgucken. Oh, und da gehen die Frames runter. Naja, kein Wunder. Ah, da gehen sie wieder hoch. Schön. Ach, ich brauche halt doch eine GTX 1070 oder 1080. Hm. Aha. Trägt er da hin? Die Schlangen tragen Weihnachtsmützen nicht. Was verrückt. Die Serpentauren. Oh, ich habe das Auto getroffen. Genau, da muss man aufpassen. Hier machen die Autos das, was die Hubschrauber in Actionfilmen machen. Sie explodieren. Oh, natürlich, wenn man in den Nahkampf geht, muss man sich immer mal ein bisschen zurückziehen, um sich zu heilen. Aber wenn man das alles schön hochgelevelt hat, yeah! Dann geht das schon, dann kann man auch gut und gern mal in den Nahkampf gehen. Im Vorgängerspiel war das einfacher, da konnte man sich mit der Heilung, konnte man sich eigentlich immer so gut heilen, dass man das ganze Spiel, oder zumindest fast das ganze Spiel im Nahkampf durchspielen konnte. Ohne einmal überhaupt auf eine andere Waffe wechseln zu müssen. Außer bei den Selbstmordgegnern. Die macht man natürlich am besten mit einer Schusswaffe platt. Naja, der heißt Tumor. Warum heißt der wohl so? Er ist groß, grün und giftig. Momentan ist er gegen den Giftschaden immun. Dann bringt es mir auch nichts, das Fass in die Luft zu jagen. Ja, man kann hier in dem ganzen Spiel... Hoppala! Wie kann sowas Dickes eigentlich hüpfen? Und ohne dass... Die Dächer müssten noch einstürzen. Willst du mich verarschen? Man muss auch übrigens sagen, der Granatwerfer ist gar nicht mal so stark. Oh, guck mal. Da läuft nur noch der Torso rum.
Hat Herr Cocksucker gesagt. Das ist aber ein böses Wort. Ja, den Falken kann man super gut ausweichen. Das finde ich toll. Nehmen wir mal die Hauer. So. Ja, die Schrotflinte heißt Tower. Möglichst nah dran gehen für optimalen Schaden. Ansonsten bringt's nichts. Hat er sich seine Birne am Dach gestoßen? Bist du zu groß, um da drunter zu stehen? Ja. Das Spiel spackt gerade ab. Oder er spackt gerade ab. Ist mir gerade egal. Also kaputt machen müssen wir ihn so oder so, ne? Bisschen schade, dass die Munition fehlt. Manchmal findet man hier so Upgrade-Schreine. Da kann man sich die Munition ganz auffüllen lassen. Oder einen Chi oder einen Lebensenergie-Boost holen. Gut, also die habt ihr jetzt gesehen, den Granatwerfer habt ihr gesehen. Dann mache ich, was mache ich denn? Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, würde ich gerade mal die Minigun gerne nehmen. Ich hoffe, wir haben genug Muni. Ja, das reicht, ne? Oh, wir können das Rohr nicht vordrehen lassen, sodass wir schneller losballern können. Schade. Hätte mir jetzt Freude bereitet. Ah, ein bisschen Muni für die Schrotze, okay. Ihr seht es da oben auf der Minimap, da sieht man ja auch immer, wo noch Sachen versteckt sind. Wie komme ich da jetzt am drittdummsten rein? Hier, ach. Ich muss gar nicht. Ja, ich will an das Plasma ran. Wieso darf ich da nicht rein? Hallo? Muss ich da. Da ist auch noch nicht mal ein Fenster. Leute! Weißt du, da droppt. Ah, die Sachen sind hier rausgetroppt. Okay, muss man ja auch erstmal wissen. Wusste ich jetzt nicht. Hauptsache, ich bin ans Plasma gekommen. Dann kann ich die Plasma Twin Blades später noch zeigen. Da wird mir auch ein Buch angezeigt auf der Minimap. Ja, ich trödel hier gerne ein bisschen rum und guck mir alles genau an. Dankeschön. Das hier wäre ein Medikit, aber naja, die findet man nicht so oft, wie man es manchmal gern hätte. Aber dafür hat man ja auch die Chi-Heilung. Huch, das war eine der Fähigkeiten. Ich wollte mich runterducken, habe auf C gedrückt, aber es ist ja auf Strk. Was? Da draußen steht irgendwo einer und macht Rabatz. Ah, danke schön, danke schön. Ich hoffe, das kann man mehrmals spielen hier. Was sind das hier für Früchte? Also das hier, das sieht aus wie... ja, ich hab's einfach mal weggedonnert. Ich war mir nicht sicher, ich wollte erst sagen, Tomaten sind's aber nicht, aber es sieht auch nicht aus wie Feigen. Kennt sich jemand mit asiatischem Gemüse aus, das bei uns nicht so weit verbreitet ist? Schreibt's mir in die Kommentare, was das ist. Und belehrt mich, weil ich fühle mich jetzt schon dämlich, da ich nicht weiß. Das Tolle in dem Spiel ist, man kann ziemlich alles kaputt hauen. Manchmal auch Wände und so. Und die Fenster hier natürlich. Ja, kann man, okay, die waren schon ein bisschen kaputt. Ja, und hier natürlich die beste Pflanze der Welt, neben China-Gras. Ach, muss man ja haben. Vor allem, wenn der Tee rar wird, weil das gehört ein bisschen zur Story. Tee gibt's nicht mehr so oft. Aber ich erzähle euch jetzt nicht genau, warum. Ihr könnt es ja selbst spielen, wenn ihr möchtet. Also ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, wenn ihr total auf Action steht. Macht ihr nichts falsch eigentlich. Es hat auch ein bisschen sowas wie Story, aber in erster Linie Action, Action, Action und Geschicklichkeit. Weil ohne Geschicklichkeit kommst du ja auch nicht weit. So, probieren wir das mal aus. Ooh, yeah, baby. Du kommst ins Chili. Und dein Kollege auch. Oh, ja. Kopftreffer machen natürlich extra Schaden. Wie lange dauert denn das Nachladen? Das geht, das geht. Der trägt ja auch eine Mütze. Du hast dich am Tag geirrt. Egal. Well, what do you know? Bigger really is better. Naja, in dem Fall schon. Ne? Größer ist besser, naja. Außer die Lümmeltüte ist zu klein. Aber hat nicht irgendjemand über seinen Witz, also über seinen Penis in der Story schon Witze gemacht? Keine Ahnung. Über die Größe seines Wangs und so weiter. Deswegen heißt er ja auch so. Und Low Wang, ne? Niedriger Schniedel, könnte man sagen. Ich sehe doch da oben, da ist noch eine Kiste. Die will ich haben. Ah ja, tatsächlich. Wir können da noch hochklettern. Ach, wunderbar. Was? Ach, da ist sogar noch ein kleines Kästchen versteckt. Ja, wunderbar. Wäre mir da jetzt nicht hochgegangen, ne? Aber wie komme ich da... Ah ja, da drin ist dann die Kiste, ne? Nicht? Ein Stockwerk tiefer. Okay. Ich komme... Ach, das ist die Arcade, ne? Hotline Miami? Ja, ja. Und Serious Sam? Kennt ihr vielleicht auch noch? Alienware kann man nicht benutzen. Wäre bestimmt auch eh zu teuer. Ich hoffe, das gibt keinen Strike. Ich hoffe, wir treffen später auch das Riesenkarnickel noch.
Weil das ist auch toll. Hard Reset, was passiert da? Och, scheiße. Ach, da ist mir die Videospur runtergefallen. Ach, so ein Mist aber auch. Also das tut mir jetzt leid. Nee, Schätz beiseite, die nächste Folge kommt bestimmt. Also auf jeden Fall kriegt ihr die vor dem Jahreswechsel zu sehen. Vielleicht auch schon morgen. Also dann, ich hoffe, euch hat's bis hierher gefallen. Es geht noch weiter, ungefähr noch 2 Folgen. Ich hoffe, euch sagt dieses kleine Weihnachtsspecial zu, ne? Würde mich freuen, wenn ich euch auch beim nächsten Video dann wieder hier begrüßen dürfte. Also dann, haut rein, macht's gut, wir sehen uns, hören uns, riechen uns, schmecken uns. Na okay, das geht vielleicht einen Schritt zu weit, aber wir machen irgendwas miteinander, ne? Wir interagieren. Also in diesem Sinne, wenn sie noch bluten, sind sie noch nicht tot genug. Na, falscher Spruch, scheiße. Merry Christmas, frohe Feiertage. Ja, belassen wir es dabei. Frohe Feiertage. Ich denke, das ist neutral genug, ne? Das kann man doch sagen. Guckt hier überhaupt noch jemand zu? Hier ist doch nur ein schwarzer Bildschirm. Naja, fast schwarz, also. Ja, so größer hier.